spielen, als wärst dein Teammate. Der Pferdesalon, muss man sagen, ich habe ihn auch nicht erkannt. Und ich wusste manchmal nicht genau, wo ich bin. Das ist tatsächlich der erste Step in diesem Game, ist viel Footage gucken. Ja. Guckst du, bist du bereit, so, wir müssen so eine Viewing-Party machen für das nächste große Turnier. Ja. Ja, oder? Ja. Ja, ich hätte dich so eingeschätzt, dass du so ready bist, dir Tape anzuhören. Ich bin down, absolut. Ja. Einfach Discord so, ja. Ja, wir kriegen das hin. Vielleicht musst du in die Smash WhatsApp gucken. Kann man jetzt endlich mal Arthur im Chat größere? Kommt der ist immer noch nicht da. Arthur kann man noch kurz. Arthur ist so, sorry. Ey, aber ist Tuffkopf da? Ja. Tuffkopf war da. Tuffkopf? Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch da ist. Alter, es gibt die Funktion, dass man sich das anzeigen lassen kann. Ja. Das wollte ich immer haben. Aber dieses Leute im Chat ist noch was anderes, als so sehen, wer genau live da ist. Ja. Ah, okay, nur wer im Chat ist. Das kann man sich nicht sagen, ich habe mich gerade verstanden. Oh, der Pivot Grab Skills. Sorry, das war cool. Ja, aber du kannst hier runtergucken. Deine Streams auch schwer erfolgreich. Ich will das auch gucken. Ich hätte mir. Ich steckte leider im ICE fest, das letzte Mal, als du gestreamt hast. Das hätte ich mir natürlich angucken. Ich hab, momentan habe ich kein geiles Spiel. Ich hol mal ein Spiel. Meli! Ja, das wäre wirklich geil. Online Meli spielen? Das ist Slippy? Was ist das? Hä? Ja, ich meine. Slippy spielen? Einfach Grind? Was soll das? Hier, die Works for Mango. Ja, die Freundin von Leffen macht das ja auch. Stimmt, der hat auch das beigebracht und so, das war ja, sehr niedlich. Das ist auch witzig. Was hat sie nochmal gesagt? Der zweite Jump ist nicht Double Jump, sondern Air Jump. Ja. Based Opinion. Mit Air Jump, aber sie hat ja auch einfach das ist halt ja, absolut. Das hat er ihr bestimmt so gesagt. So, hey, wenn du dich bei der Community einschleimen willst, das sagen wir Heide auch, dann sagen wir so, hey, wenn du bei der Community beliebt sein willst, dann sag doch sowas wie, Marth is God und Pikachu is Bottom und dann, weißt du? Da funktioniert das schon. Aber die ist Rising Up, die ist ja auch Fighting Game Spielerin. Ist sie? Ja. Die spielt Guilty Gear und sowas halt. Ich würde dann damit hier ein bisschen was sehen. Wenn du ins Mikrofon sprechen möchtest, ist mein Fan ist dann laut. Ich finde, man hat das eigentlich voll gesehen, weil ich so voll die Idee hatte, was sie machen wollte. Das Game. Ja, ich werde sie diese Woche extrem voll. Mädel ist halt wirklich schwer. Ja, die Antenne ist vorbei. Leute unterschätzen halt, was es für ein Unterschied macht, wenn das Kind ist hier. Nee, Mädel, vor allem, Price, wenn man Price das Ultimate zu Mädel kommt, ist ja auch ganz was anderes. Oh, sick, alles das dann. Das war sehr, sehr. Diese Geschwindigkeit ist echt schwer, manchmal zu kontrollieren am Anfang. Was kommt denn hier auf Twitter als seine Lieblings-Pokémon? Rising, Smash, Falling Me. Das bedeutet, du jumpst hoch und auf dem Weg hoch machst du Abwehr, das ist dieser Rückwärtszeit. Und er bereitet ganz oft zu vielen. So den Gegner so perfekt vor, weil er ihn so ein bisschen sich so vorlegt. Anfang hatte ich auch keine Ahnung, wie man um die nächste Schicht und ohne nochmal zu springen, was so das Typische eigentlich ist. Ne? Normalerweise springt man, macht einen Move, springt wieder, macht einen Move und manchmal springt man, macht einen Move, springt nochmal in der Luft, macht einen Move, aber das ist so der Klassiker. Also ohne zu springen, in der perfekten Fall-Trajectory des Gegners, macht man das nie und trifft genau. Das geht natürlich nicht immer, das geht nur bei Schuss in die Eis und so weiter. Aber wenn es trifft, sieht es halt erfüllt besser aus. Weil halt Windows scheiße ist und so viel Rand hat. Aber das ist schön. Also, wir laufen auf Linus wegen Linus. Ich muss sagen, ich glaube, dass ich das Dress. Meins habe ich geportet auf Linus auch. Das ist super einfach. Und ich finde, das gibt einem so, das ist doch eh eine Web, so Mad Drive. Ja. So, no endlich angry, so runaway. Das ist aber gerade auch so ein bisschen die Situation, wo die Braut eigentlich so voll ist auf der Heimat und der Dude kommt. Ja, das macht, glaube ich, auch lieber. Das ist, so. Das ist halt generell einfacher bei. Falke kommt so in seiner Arbeitskleidung. Falke kommt zu dir halt immer so halt in Grün und sie so, Alter, nee, heute nicht. Aber weißt du, du kannst immer deine Scheiß-Lockring möchtigen Socken tragen. Jeden Tag kannst du damit anfangen. Nicht auf meinem Special Day. I don't care, aber nicht, wenn ich so aussehe. Weißt du, wie das auf den Fotos aussieht? Weißt du, du bist gar nicht so weit davon. Das es gab so nämlich das legendäre Duo so in den frühen Smash-Tagen. Ich schätze mal so 2005-2006 rum. Da gab es ein Duo, das immer geteamt hat in Doubles und auch individuell gar nicht schlecht war. Und er hat Mario gespielt und sie hat der andere hat Peach gespielt, also zwei Jungs. Und sie haben beide mal weiß gespielt. Mario hat ja auch so ein weißes Konstantin dazu. Nice. Und dann sehen die aus wie so ein Hochzeitspaar so ein bisschen. Und die Tags von den beiden Spielern sind Husband und Wife. Nice. Das ist total lieb. Ja. Und Wife, The Newlyweds ist der Teamname. Das ist sehr cool. Sehr, sehr und, cool. Er erklärt das so in dieser legendären Dokumentation über Smash, erklärt er das so, dass auch Leute mal zu ihm ankamen und er wusste immer so, so, no, it's not a romantic thing, we're not actually together, it's just a really good name, halt das. Ein großartiger Typ. Ja. Also Wife und Husband auch immer
die sind auch manchmal so Kommentatoren ja, groß und dann so also, aus Nostalgiegründen nochmal eingeladen. Nice. Coole nice. Typen alles. Aber was eigentlich gemacht, oder? Ich hab angefangen zu spielen. Ich erinnere mich daran, dass er irgendwann mal so einen Workshop gemacht hat mit vielleicht. Ja. Okay. Stimmt. Alter, das ist halt auch geil. So ein bisschen so eine Smash-Persönlichkeit der Early Days halt. Ja. Schöner Herr. Wobei ich Wife eigentlich auch einen coolen Namen finde, Wife. Für unabhängig von Hearthstone oder was ich irgendwie einfach nur Wife. So. Oh. Ja, es gibt doch in Game of Thrones dieses eine Mädchen, ja, die so blind ist, die Wife, ja, mit AI. Mit AI, genau. Cool, ja. Aber es gibt generell richtig geile Namen bei Smash. Nur ein F, nicht so wie Wife. Nein, weißt du, wieso mein Bruder Tafsi heißt? Tafsi? Tafsi? Tafsi, ja, wegen Hart Meer. Ja. Das harte Meer, der Tafsi. Hat er mir irgendwann erzählt? Ich dachte lang. Oh! 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 Kein Nie, nicht cool. Und nicht kein Essen. Oh! Clip. Und deswegen funktioniert Smash auf allen Ebenen. Ach, sad. Sadness. Oh, das ist ja genauso. Das hätte es gewesen sein können. Da den das nie. Das ist genauso wie 7 Wave Shines treffen und dann einfach. Und dann einfach Downsmash von Beach bekommen und dann ist genauso 4%. Das bin ich. Warte, ich muss euch einen Clip zeigen von vor. Schau mal. Anni, immer am Zahn der Zeit mit Clips. Ja. Clips, oh, ich muss euch einen Clip zeigen, der ist von vor 35 Minuten. Nein, der ist von vorgestern. Der ist von vorgestern. Der ist von vorgestern und der kommt das ist ja mega, mega lange ja, schon. Ja, in Anniverse schon fast wieder so. Kannst du schon das ist schon wieder Retro. Ja, so Alter, wisst ihr noch? Das kommt ja manchmal. Einfach, das ist einfach Tournament-Konzert. Das ist einfach mit Dragon Punch, das Game starten. Und Nerves checken. Hat er gerne gemacht. Schöner Stump, aber nee. Ah, cool gedacht, Single Hit mehr, richtig geile Extension. Aber da wäre Rising, hast du gesehen, das war ja, genau Rising Up Air, ja, Into und dann mehr. Und Leute haben so von der Weile, das ist noch gar nicht so lange her, angefangen mit Falcons Air, was ja so zwei so Beine sind, die der so abwechselt, so den so ganz kurz vom Boden zu machen, wenn man schon wieder landet. Zwei so Beine. Das zum Beispiel. Zwei so Beine. Zwei so Beine. Immer mal ganz kurz. Wurde auch gar nicht gegeben. Achso, das habe ich bei Twitter gesehen, glaube ich. Ich habe es nicht getweetet, aber es. Das ist, ich weiß, Gewalt kann nur mit Gewalt geantwortet werden. Ja, anders als Mikkel, du hast so das heißt, verbale Gewalt angewendet. Willst du körperliche Gewalt? Willst du lieber körperliche Gewalt? Direkt weitermachen. Schau. Schau, Rücke. Da. Richtig weit nach außen gehalten. Gut. Ja. Oh. Was ist das? Oh, versucht mit dem Ab. Schöner Jump. Oh, das war auch hübsch. Ja, ja. Das war einfach von beiden Seiten gerade. Das war sehr schön. Da haben wir gesehen, dass das hier mit zwei sehr guten Spielern sind. Ja. Profis. Mit da sieht man auch schon wieder, dass da muss man ja auch wieder ausgleichen. Oh. Ich finde auch gut, das muss man auch sagen, dass das Peach sich jetzt auch wieder in Casual. Weißt du, das hat für den Typen. Farbswitcher, ja. Ja, für den Typen, das ziehe ich nicht nochmal noch fest. Ich habe es einmal versucht und er kam in Grün. Und jetzt bin ich einfach in Casual und der ist immer noch in Grün. Nee. Er weiß aber nicht, was Fashion ist. Das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Delayed. Wieder zurück. Eigentlich kommt ja, fast alles in Tunis. Eigentlich ist das Falcon ist so der. Oh, da hat er versucht, den Wave Line auf sich selbst zu machen. Ja, vor allem diese normalen Summons sind eigentlich so langweilig. Ja, das ist ja das Ding, man stirbt, wenn man sagt, Konzi ist extra gut, weil er das nie schafft. Das ist auch echt nie. Weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es auch so, wenn man richtig gute, also wenn man so richtig gut versucht, selten so, dass das Risk-Reward so krass ist wie in Smash. Aber wieso hat er immer so 800 Sprünge da? Hat er nicht, er wird ja gehauen und darf nochmal. Also, das ist jetzt ein Jump. Risk and Rock the Wolf und Klammern. Aber kann er eben wieder so fliegen? Ja, ja, aber das liegt dann an. Zum Beispiel da, das war ein zweiter Jump. Nie, weil Rest kann man nicht punishen. Er will einfach kein Nie machen. Konstantin, nicht der Nie-Spieler. Oh, schön. Er seine Knie schon. Versucht seine Kniescheibe. Er versucht sie zu fangen. Er schafft es. Gemüse. Was war das? Es ist so. Es ist ein Umbrella gestorben. Die Reaktion ist wohl sogar. Oh, da ist das Lady. Schön. 3-0. Gutes Spiel. Gutes Game.